So, herzlich willkommen zum ersten Let's Test hier auf dem Channel. Heute bei Lonely Mountains Downhill. Ich selber kann dazu bisher noch nichts sagen, deswegen ist es auch ein Let's Test. Ich spiele zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht auf welcher Newsseite kurz drüber gelesen. Mir dann mal zügig runtergeladen und ja, wollte mal schauen, was es so genau ist, wie es so genau ist. Alles, was ich bisher dazu weiß, es geht halt darum, dass man, so Downhill fährt. Halt eigentlich so, was man mit dem Fahrrad macht. Daher bin ich ein bisschen gespannt und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Tut mir leid, dass ihr jetzt live dabei seid, aber naja. Okay, dann Vollbildfenster aus. Im Hintergrund ausführen. Ich mach mal an. Oh Gott. Ja, niedrigst. Neues. Finde ich schön. Das lassen wir alles so übernehmen. So, sorry, dass ihr da jetzt mit dabei sein musstet, aber naja, wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich dieses Game jetzt zocke. Sorry. Never mind. So, dann würde ich auch sagen, wir starten direkt mal das Spiel. Berg. Individualisieren. Graterhorn. Strecken freigespielt. Individualisieren. Grasshopper. Ich will Geronimo haben. Nee, natürlich nicht. Lackierung. Cheetah. Ja, wir nehmen mal Lila hier. Richtig außergewöhnlich. Und Berg auswählen. Okay, so wie ich es jetzt schon sehe, gibt es auf jeden Fall verschiedene Berge, verschiedene Strecken, die wir spielen können. Ich nehme mal hier einfach Wittenschlucht, so die erste Strecke, die wir zur Auswahl haben. Und die fahren wir dann auch einmal direkt lang und das Ganze dann als Entdecker. Freerider, Decker, Beginner. Ja, als Entdecker. Kein Zeitdruck, nichts. Kannst so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Finde ich gut. Grasshopper, okay, wir hätten es jetzt auch noch auswählen können. Ja, schade, können wir nicht. Und Ride starten. Beschleunigen. Gut, ich habe gar keine Ahnung von der Steuerung. Vielleicht hätte ich mir das vorher durchlesen sollen. Perfekt. Bremsen nach unten macht Sinn. Beschleunigen nach oben macht auch Sinn. Lenken links, rechts macht auch Sinn. Sprint, Checkpoint, Neustart mit Delete. Okay. Oh, ist ja eine miese Perspektive. Ja, wir fahren mal hier so außen rum. Ja, hätten auch die Abkürzung nehmen können, aber... Oh Gott, das... Alter. Oh, was mache ich für eine Scheiße? Ich bin der schlechteste... Schlechteste Computer-Fahrradfahrer, den es auf dieser Welt gibt. Checkpoint. Ja, ich... Ah, Enter. Okay, Enter ist Checkpoint-Neustart. Ja, ich bin offiziell der schlechteste Computer-Fahrradfahrer, den es gibt. Bremsen. Warum sollte ich denn hier jetzt bremsen? Okay, ja, ich kann auch mal natürlich vom Gas runtergehen. Ist natürlich eine Idee. Unser erster... Okay, zweiter Jump. Einmal sind wir ja schon eben gejumpt. Und voll durch die Botanik. Und vollkommen voll... Wo sind wir hier? Ja, moin. Okay, ich versuche jetzt mal auf dem Weg zu bleiben. Zumindest so einigermaßen. Nein, ich will nicht direkt schon wieder runterfallen. Und wir sind direkt schon wieder runtergefallen. Ich bin scheiße in diesem Spiel. Yay. Boah, wie ich mich unglaublich für dieses Game konzentrieren muss.
Ja, wahrscheinlich. Das war knapp, das war total kacke. Komm schon. Jahau. Checkpoint 4. Hier geht's dann so gemütlich durch den Wald. Lalali, lalala. Und einmal runter. Und da hätten wir auch schon eine Abkürzung nehmen können. Verdammt, Alter, sehe ich die Abkürzung nicht? Bin ich behindert oder was? Das soll jetzt natürlich kein Angriff an Leute mit wirklicher Behinderung sein. Ich das was sage. Gut, dass ich in Real Life nicht wirklich Fahrrad fahre. Ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich 1000 Mal Wieso diese Ecke, Alter? Ist der Typ zu blöd zum Fahrradfahren oder was? So, ich nehme... Junge. Ja, meine Freunde, wir werden hier wahrscheinlich 10... Konzentrier dich mehr. Konzentrier dich. Ich will jetzt diese Abkürzung hier nehmen, aber wir fahren ganz langsam da rein. So. Gut, das hat schon mal geklappt. Nicht gegen den Stein oder so. Tu es nicht. Tu es nicht. Man hat aber auch ein echt kleines Sichtfeld. Das ist echt schwierig, gerade wenn man nach links fährt, auf irgendetwas zu reagieren. Weil man sieht echt kaum irgendwelche Sachen, die da ankommen. Also wenn da von links dann... Oder sowas halt. Sprich, wenn da von links dann irgendein Stein oder so kommt, ist echt schwierig teilweise die Steine zu sehen. Wenn man gerade nach links aus irgendeinem Grund echt mieses Sichtfeld hat. Gerade auch, wenn man halt hinter Bäumen herfährt. Bleib auf dem Rad, Alter. Mach keine Faxen, Junge. Vor allem auch immer mit dieser Unschärfe hinten. Die hätte ich vielleicht ausschalten sollen. Müssen wir hier lang? Wie soll ich denn da hoch? Vielleicht müssen wir da auch gar nicht lang. Ja, ich mache jetzt einen auf Abkürzung. Hab jetzt keinen Bock hier mehrere Jahre zu hängen. So, gib ihm Gas. Nicht dagegen. Ja, brav. Ja, ja, ja. Übertreib's nicht. Nope, Junge. Damn. Vor allem einfach dieser Moment, wenn man an diesem Game verzweifelt, aber halt bei so... Warum bin ich so scheiße? Okay, sollen wir mal... Komm, wir versuchen... Nein, das geht ja gar nicht fit. Okay, ich würde sagen, wir fahren da jetzt gleich einfach... Einfach ganz langsam lang. Nein! Nein, nein, mach keinen Scheiß, nein. Okay, also es ist ein Let's-Test. Ich hatte eigentlich vor, so für ein Let's-Test 15 Minuten anzusetzen.
Und je nachdem eventuell noch so eine zweite Folge dazu rauszuhauen. Wie gesagt, ist halt, es soll ein ganz kurzes Ding sein, wo man so kurz mal ins Spiel reinguckt. Und so ein ganz knappes Resümee aus dem Ganzen herauszieht. Um dann eben zu sagen, ja, mag ich oder nee, mag ich nicht. So, ich... Ja. Ja! Okay, da kann man schon mal nicht einfach runterspringen. Alter, wer hat sich dieses Spiel ausgedacht? Aber ja, wie gesagt, eigentlich war das Ganze so gedacht, so 15 Minuten, um halt dann wirklich nach einer minimalen Spielzeit, oder relativ kurzen, nicht minimalen, sagen wir mal relativ kurzen Spielzeit eben zu sagen, ja, mag ich, nee, mag ich nicht. Im Prinzip wie so ein kurzes Review zu dem Game. So, ich muss mal mehr anfangen, auf mehr lernen zu bremsen. Und nicht Gas zu geben, wenn ich bremsen will. Ach, endlich ein neuer Checkpoint. Genau. Ich sehe schon, wie das hier wahrscheinlich jetzt so ein 1-Stunden-Video am Ende ist. Da ich es einfach nicht auf die Reihe kriege, Fahrrad zu fahren. Obwohl es jetzt gerade mal ganz gut passt. Angekommen. Bazinga. Gut, Herausforderung. Überfahre die Ziellinie. Neue Herausforderung freigeschaltet. Jackpot. Okay, Jackpot nicht. Ich war total scheiße. machen wir weiterfahren oder? Was haben wir denn? Was kommt denn, wenn wir weiterfahren sagen? Gibt's hier noch eine Route? Ja, das finde ich. Das finde ich einen gelungenen Endscreen. Ich gehe mal gerade ganz kurz auf Weiterfahren. Gut. Also, ich hoffe, das wird ein gutes Thumbnail und ich gehe mal da. Oh ja, jeder, der bis hierhin gesehen hat, weiß dann, wieso das Thumbnail zusammen. Wie das Thumbnail entstanden ist. So, nochmals fahren will ich nicht. Ich will einmal weiter zum Menü. Oder wieder zum Menü. So, Herausforderung bestanden. Eine von 32. Gut, was Neues. Hier gibt es doch neu. Hier, Herausforderung bestanden. Kann ich da jetzt was machen? Berg auswählen? Habe ich eine neue? Ne, ich habe keine neue. Ah, okay, wir müssen Entdecker, Beginner, Experte, Freerider spielen. Und dann kriegen wir die neue Strecke, oder wie? In 3 Minuten oder weniger... What? Das alles in 3 Minuten. Ich bin gerade bei 10. Okay. Also. Ja. Ein gutes Let's Test auf jeden Fall schon mal. Ich bin ganz, ganz kleines bisschen angepisst von dem Spiel, weil ich so 1000 Mal neu starten musste. Weil ich einfach scheiße war. Keine Ahnung. Mein Fall ist es jetzt nicht unbedingt so. Ich werde auf jeden Fall noch ein zweites Video machen, denn ich will dieses Ding mit den 3 Minuten testen. Und ich merke schon, das Game ist ein totales Anreizspiel. Wenn man angereizt ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ich erzähle totalen Bullshit. Warum erzähle ich sowas? Egal. Ja, also mein Fall ist es nicht so wirklich, ich bin kein Fahrradfahrer, gerade Downhill oder sowieso nicht, ich bin seit 10, 20 Jahren, ja okay, 20 Jahre nicht, nein, das wäre ein bisschen zu viel, aber seit, ja, 10 Jahren auch nicht, 5 Jahren, seit 5 Jahren kein Fahrrad mehr gefahren, ich glaube, das könnte ganz gut hinhauen, also zumindest nicht mehr so richtig Fahrrad gefahren, so, wenn man jetzt im Urlaub ist oder so, so 1, 2 Kilometer, was weiß ich, so ein paar Meter fahren dann schon. Einfach, weil es dann vielleicht entspannt ist oder so, aber jetzt wirklich so zu Hause, so sportlich Fahrrad fahren oder so, nicht wirklich.
Eigentlich gar nicht. Daher kaum. Mein Ding ist es nicht unbedingt so. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, noch ein zweites Video machen, denn ich will unbedingt testen, ob ich es in diesen 3 Minuten schaffe oder ob ich wieder 30 Mal daneben fahre und sterbe und nochmal neu beginne. Ja, das war es dann auch so mit dem kurzen Let's-Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, von mir aus, also ich würde mich freuen, wenn irgendjemand mal irgendwie in die Kommentare schreiben würde, ob so Let's Test in dem Format, so um die 15 Minuten, ganz cool sind. Gerade zu so Spielen wie so einem, boah, wie heißt es? Lonely Mountains Downhill. So in die Richtung Spielekategorie, ob sowas ganz cool ist. Also zu so ein paar, ich sag mal, unbekannteren oder kleineren Games, so ein paar Let's Tests zu machen, um mal so reinzuschauen, wie das Ganze so aussieht, wie die einzelnen Spiele so sind. Ob es eben für wen auch immer irgendwas wäre. Ja, somit würde ich dann noch sagen, bis dann und ja, bis zum nächsten Let's Play oder Let's Test, hoffentlich dann noch zu Lonely Mountains Downhill, wenn ich nochmal 30 Mal sterbe. Bis dann, ciao!